Herzlich willkommen zur Michaeliszeit. In den Wochen, in denen wir hier in der Kirche keinen Gottesdienst feiern, schicken wir jeden Sonntag geistliche Impulse zu Ihnen nach Hause, in die Wohnung oder wo auch immer Sie sind. In diesen Wochen habe ich ausgiebig Zeit, die Zeitung zu lesen. Was sagt die Regierung in Zeiten von Corona? Wie ist die Lage? Was gibt es für neue Erkenntnisse und Entscheidungen? Es ist ja ein Wahnsinn, wie viele Informationen wir täglich bekommen. Was ist richtig davon und was ist wichtig in dieser Zeit? Schaffe mir Recht, Gott. So beginnt der Psalm 43. Dem ersten Wort der lateinischen Fassung verdankt der heutige Sonntag seinen Namen, Judica. Es geht um Rechtsdurchsetzung in Zeiten von Verfolgung und Bedrängnis. Ein ganz aktuelles Thema, wie ich finde. Was muss die Regierung tun, um die Pandemie einzugrenzen? Und was darf sie tun, ohne gegen geltendes Recht zu verstoßen? Und was können wir dazu beitragen, damit unsere Gesellschaft nicht auseinanderbricht? Was ist also wichtig und was ist richtig in dieser Zeit? Das ist nicht immer leicht zu sagen. In vielen Bereichen sind wir darauf angewiesen, dass wir den Spezialisten vertrauen können, dass unsere Politiker und Politikerinnen sich gut beraten lassen. Leider gibt es immer wieder Leute, die meinen, es besser zu wissen. Unter den Politikern und Politikerinnen ebenso wie unter uns Bürgern und Bürgerinnen, aber auch in den Kirchen. Ich war zum Beispiel geschockt von der Meldung, dass in Afrika in einigen Ländern die Polizei mit Gewalt gegen Gottesdienstbesucher vorgegangen ist, weil sie gegen das Versammlungsverbot verstoßen haben. Und der Präsident von Tansania hat den Gläubigen sogar versichert, im Leib Christi wird Corona nicht überleben, es wird verbrennen. Und er selbst habe ohne Panik die Kommunion, also das Abendmahl, empfangen. Manche religiöse Gruppen sehen in Corona eine Strafe Gottes. Und in gewissen politischen Kreisen wird die Pandemie als Strafe für die offenen Grenzen gedeutet. So versuchen Gruppierungen, aus der Unsicherheit der Menschen einen Vorteil für sich zu gewinnen. Was ist richtig? Was ist wichtig? Ich denke, was die Beispiele betrifft, die ich eben genannt habe, brauchen wir nicht lange zu überlegen. Das ist unverantwortlich. Aber was ist für uns richtig und wichtig? Unsere Regierung bemüht sich, geeignete Mittel und Maßnahmen durchzuführen, um einerseits die Pandemie einzugrenzen und andererseits den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schaden einzufangen. Die Bekämpfung des Virus stellt die Menschen und das Recht unter Quarantäne. Was wirklich richtig ist, wird erst die Zeit erweisen. Quarantäne meint einen Zeitraum von 40 Tagen. In der Bibel ist die Zahl 40 verbunden mit besonderen Zeiterfahrungen. 40 Jahre wandert das Volk Israel durch die Wüste auf dem Weg ins gelobte Land. 40 Tage fastet Jesus in der Wüste. 40 Tage dauert die Passions- und Fastenzeit vor Ostern, in der wir uns gerade im Kirchenjahr befinden. Machen wir uns nichts vor. Wir erleben gerade eine Zeit der Sorge und Unsicherheit und wir wissen nicht, wie lange sie dauert. Ob 40 Tage wohl reichen? Und wir wissen nicht, wie weit die Ressourcen in der Medizin reichen und wie lange die Kraft bei den Menschen reicht, die jetzt alles am Laufen halten. Ich hoffe, länger als 40 Tage. Wir haben noch einige Wochen vor uns, in denen das Leben anders ist und wir mit Einschränkungen leben müssen. Wenn auch nicht unter Quarantäne, so aber doch in Sorge. Da gilt es immer wieder zu prüfen, was ist jetzt richtig und was ist wichtig und dabei die Verhältnismäßigkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Ich habe ein paar Menschen gefragt, was sie in dieser Zeit denken. Hören wir es uns an. Richtig ist es, im Moment auf Abstand zu gehen. Und wichtig ist und bleibt immer die Gemeinschaft. Und hier den Mittelweg zu finden, ist die Kunst, die uns allen gerade abverlangt wird. Wünschen wir uns Glück gegenseitig. Als zur Risikogruppe gehörend lernen meine Frau und ich gerade,
mit den vorgegebenen Einschränkungen zu leben. Sie sind richtig und notwendig. Wir machen dabei die Entdeckung, dass sie nicht nur einschränken, sondern Freiräume erschließen. Mehr als sonst halten wir Kontakt mit unseren Freunden hier in Deutschland, aber auch zu unseren internationalen Freunden in Jerusalem und Bethlehem. Und wir lernen, Hilfe anzunehmen. Das ist gar nicht so einfach. Das Leben ist wie am ersten Weihnachtstag morgens um 10 Uhr, nur ohne Schnee, dafür mit viel Sonne. Aber die Ruhe und die Entspanntheit und die Entschleunigung und die Gelassenheit, die ist genauso wie am ersten Weihnachtstag morgens. Nachmittags sind ja schon wieder mehr Leute unterwegs. Ich vermisse das gemeinsame Singen in den Chören von St. Michaelis schon sehr. Dadurch wird die Familie zu Hause noch wichtiger. Aber auch den Kontakt zu Freunden zu halten, zum Beispiel per WhatsApp oder auch mal ein Skype-Dinner mit unserer Tochter oder das tägliche Skypen mit den Kollegen von Homeoffice zu Homeoffice ist mir wichtig, um ein positives Lebensgefühl zu behalten. In dieser Zeit merke ich noch mehr, wie wichtig mir meine Nachbarn sind. Ich habe immer gern mit meinen Nachbarn geklönt, aber jetzt wird das jeden Tag noch getoppt. Wir führen intensive Gespräche, natürlich mit 2 Meter Abstand. Allgemein wünsche ich mir, dass in der Nach-Corona-Zeit nicht vergessen wird, wer hier den Laden am Laufen hielt. Dass die Heldinnen an der Kasse im Pflegebereich und vielen anderen Bereichen weiterhin für ihre Arbeit gewürdigt werden. Und ich wünsche mir, dass die Menschen sich daran erinnern, dass Geld nicht über allem steht. Unabhängig davon, welche Maßnahmen und Verhaltensweisen jetzt richtig sind in dieser Situation, würde ich mir persönlich einfach wünschen, beziehungsweise wäre mir wichtig, dass möglichst viele Menschen versuchen, für sich zu reflektieren, was sie aus dieser Zeit lernen können, was sie auch aus den Einschränkungen vielleicht mitnehmen können und dass man einfach aus dieser Situation, die ja grundsätzlich erstmal neu und schwierig ist für viele auch, dass man versucht, daraus irgendetwas Gutes zu schöpfen und vielleicht seine Verhaltensweisen einfach ein bisschen zu überdenken. Es gibt so viele Enttäuschungen jetzt, dass die Nudeln schon wieder ausverkauft sind, dass der Urlaub ausfällt. Enttäuscht bin ich auch über mich selbst, zum Beispiel, dass ich mich immer noch schwer tue mit den IT-Möglichkeiten. Aber jeder Enttäuschung geht ja eine Täuschung voraus. Dass immer für mich alles da ist, in Hülle und Fülle. Dass dieser Urlaub mich glücklicher machen würde als das Abendrot jetzt hier. Dass ich perfekt sein müsste. Richtig wichtig zurzeit, die kleinen und großen Täuschungen zu entdecken. Gerade in dieser Zeit hat es mir gut getan zu hören, dass viele Menschen nicht in der Sorge aufgehen. Denn wie viele erleben auch das Gegenteil, geraten in finanzielle Not oder erleben häusliche Gewalt. Da tut es gut zu hören, welche Gedanken sich Menschen machen über all das, was jetzt geschieht, an Gutem und Beängstigendem und auch über die Zukunft, die Zeit danach. Und wie schnell plötzlich die Regierung Hilfspakete freistellt, was daraus wird, das werden wir sehen. Das alles sind für mich großartige Zeichen der Hoffnung. Darin erkenne ich Gottes Kraft und Wirken. Judika heißt der Sonntag. Schaffe mir Recht, Gott. Ja, schaffe mir Recht und allen anderen Menschen auch. In einem der vielen Artikel zum Thema habe ich gelesen, dass die Corona-Zeit ein Lackmustest für unsere Gesellschaft sei. Ich glaube, dass sie trotz der vielfältigen Belastungen und genannten Risiken, dass sich trotzdem die Chance bietet, neu zu entdecken, wie viel Liebe, Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt in anderen und auch in mir selber steckt und was wirklich wichtig ist im Leben. Es wäre wunderbar, wenn wir uns das bewahren. Es wäre ein Segen, den Gott uns schenkt. Amen. Thank you.
Ich entzünde eine Kerze für alle Menschen, die in dieser Zeit in Not geraten, die in Sorge und Angst leben. Mögen sie Hilfe und Trost bekommen. Ich entzünde eine Kerze für alle Menschen, die anderen helfen und an sie denken, dass sie Kraft haben für ihren Dienst. Und ich entzünde eine Kerze für Sie zu Hause und all die Menschen, die Ihnen wichtig sind. Wir beten für Sie in der Stille. Ich lade Sie ein, mit mir das Vaterunser zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun lebt diese Tage und diese Zeit im Frieden und unter dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und durch dich Frieden.